Ankunft in der Europäischen Union. Die freundlichen bulgarischen Zöllner erklärten mir, dass ich ein Jahr in der EU mit dem Wagen fahren dürfe. Sollte dieser Zeitraum nicht ausreichen, sollte ich einfach 24 Stunden in die Schweiz fahren und könne dann wieder ein Jahr in der Europäischen Union fahren. Wenn ich schon die Türkei verpasst habe, wollte ich wenigstens noch Griechenland erkunden. Aber erstmal Burgas, Bulgarien. Eine Autoversicherung für die EU zu bekommen, war hier gar nicht so einfach. Die großen europäischen Versicherer winkten alle ab, aber die bulgarische staatliche Versicherung sagte endlich zu. Das Wetter wurde schlecht und ich machte mich auf den Weg nach Griechenland. In Nordgriechenland ging es vorbei am Olymp. Ungewohnt, die vielen Mautstellen. Aber immerhin schaffen sie Arbeitsplätze. In Athen ging es erstmal zur Toyota-Werkstatt. Die zweite Inspektion seit Australien. Und der Meister hat sich ganz toll um das Auto gekümmert. Mein erstes Ziel war natürlich die Akropolis. Aber sie war völlig überlaufen. Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Der Kanal zwischen dem Saronischen Golf und dem Golf von Korinth. Überwältigend. Und ganz toll ausgebaut, die griechischen Autobahnen und Tunnel. Kapsunion. Die Empfehlung einer Kollegin. Wunderschön. Vom Meer ging es zurück ins Gebirge nach Delphi. Und von Delphi aus dann weiter zu den Meteora-Klöstern. Leider war ich aber auch morgens um 9 dort nicht allein, wie ich eigentlich gedacht hatte. Die Klöster sehen aus, als seien sie mit dem Berg verschmolzen. Über die Brücke bei Patras ging es auf dem Peloponnes und für eine Woche zum Urlaub vom Fahren. Und endlich konnte ich hier auch mal alle meine Klamotten durchwaschen. Über Nordgriechenland zurück nach Bulgarien und weiter nördlich Richtung Sofia.
An den osteuropäischen Hauptstädten Sofia, Bukarest und Budapest habe ich ihre Liebe zu kulturellen und künstlerischen Details kennen und lieben gelernt. Veliko Tarnovo, eine kleine malerische Stadt im Norden Bulgariens. Noch einmal unterwegs in Bulgariens unberührter Natur. Dann ging es über die Donaubrücke weiter nach Rumänien. Wegen des Staus an der Grenze kam ich erst abends in Bukarest an. Die schönste Buchhandlung in Bukarest. Und ganz tolle Passagen in der Stadt. Das Privathaus von Ceausescu links und der Parlamentspalast rechts, irgendwie ähneln die sich in ihrer Repräsentativität aus einer anderen Zeit. An Halloween in die Karpaten zum Dracula-Schloss in Transsilvanien. Allerdings bei 23 Grad und Sonnenschein nicht so richtig gruselig. Ich komme in Sibiu, früher Hermannstadt, vorbei. Das erste Mal seit 8 Monaten deutsche Inschriften. Einen Abstecher will ich noch machen. Zum Lacul Rosu, dem Roten See und zur Bikac-Schlucht. Rot war der See an diesem Tag jedenfalls nicht, eher grün oder blau. Dann ein letzter Stopp in Rumänien, in Cluj-Napoca, früher Klausenburg. Den Leiter des Botanischen Gartens hatte ich in Astana kennengelernt und er hatte mich eingeladen. Musik
Über einen kleinen Grenzübergang ging es von Rumänien nach Ungarn Richtung Debrecen. Bis fast zur Grenze strahlender Sonnenschein, die Grenze dann vollkommen im Nebel und in Debrecen wieder Sonne. Auch die Ungarn finden Halloween toll. Durch die Pusta Richtung Budapest. Neben vielen historischen Gebäuden in Budapest auch viele historische Erinnerungen, so zum Beispiel an Imre Nagy. Oder an, na wisst ihr's? Na klar, an Ronald Reagan. Und an den Holocaust am Donauufer. Und an den großen ungarischen Maler Viktor Vasarely, der übrigens auch 1972 das Renault-Logo und das der Olympischen Spiele in München entwarf. Es gibt keine Grenzen mehr in der EU. Und das ist gut so. Nur noch der Kauf der Mautplakette war notwendig und ich bin in der Slowakei. Bratislava, die Hauptstadt. Auch hier eine große Liebe zu kleinen Kunstwerken. Weiter nach Wien. Mit nur 55 Kilometer Luftlinie Abstand gehört die Entfernung zwischen Bratislava und Wien wohl zu den kürzesten zwischen zwei Hauptstädten weltweit.